Trotz seiner rauen und barmherzigen Umgebung ist der Arak die Heimat einiger weniger widerstandsfähiger Seelen. Einst streiften nomadische Stämme durch die Wüsten und Schürfer versuchten, mit den unberührten natürlichen Ressourcen des Planeten reich zu werden. Auf seiner Oberfläche toben regelmäßig heftige Sandstürme. Und damit, meine Lieben, herzlich willkommen zu Shadowgun Legends, einer neuen Folge hier auf meinem Kanal, in meinem Telefon, mit euch da draußen. Und da freue ich mich doch sehr. Bring! Und ich wünsche euch viel Spaß, denn Dirty Horse hat die Lockenwickler rausgeholt. Aus den Haaren. So, PvP-Sommer-Wahnsinn. Geh zu Nitro, nimm an PvP-Wargames teil. Sammle Sommer... Okay, also da waren wir nämlich bis jetzt noch gar nicht. Und ich würde fast einmal sagen, ja, mein Ruhm, der sinkt. Aber... was braucht Dirty Horst weiter für steigenden Ruhm? Er hat einfach mal die krassesten Haare, Leute. Mit solchen Haaren, da kannst du nicht gewinnen oder verlieren. Da bist du einfach schon die Legende. Dirty Horst ist die Legende. So, und wir gehen jetzt... oh Gott, hast du dir einen Teppich umgeworfen? Ich habe so ein bisschen Angst vor ihm. Ich habe wirklich Angst vor ihm. Aber gut, ich würde sagen... wow, guck mal, er hat auch eine Mission. Wargames 1, bestreite ein Duell. Nun, wie ich sehe, kannst du es kaum erwarten, Teil des kulturellen Phänomens Vorherrschaft zu werden. Du solltest jemanden zu einem Duell herausfordern, um dich aufzuwärmen. Müssen wir da jetzt aktiv zu Leuten irgendwie hingehen? Ich habe keine Ahnung, aber so schaut es ja aus. Und was sind die Wargames? So sieht das aus. Hier, ich bin eher Team PvP. 4 gegen 4 zufällig. Sammle Trophäen von den Feinden in Vorherrschaft. Pass auf, das probieren wir jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. So, neuer Rekrut. Rokadam hat dir eine Freundschaftsanfrage gesendet. Okay, alles klar. So soll es sein. Hallo, herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon viel Spaß gewünscht habe. Kann mir jemand verraten, wie ich jetzt hier zu irgendwie hier, ne? Ja, ich, look like, totally verwirrt. So, und in because of, weil I'm totally verwirrt, wir machen jetzt einfach mal eine Mission. Auf Nova Callisto, genau so. Was haben wir denn hier noch? Jagd, ja, das können wir machen. Hey, Hamiko, du nimmst jetzt auch an Missionen teil. Cool, Mann. Pedro sagen immer, man dürfe sich keine Gelegenheit entgehen lassen, berühmt zu werden. Die Pine haben einen neuen Capitano in die Kolonie geschickt. Machen Jagd auf diesen Schweinehund, okay? Jawohl, bereits in Warteschlange. Haben wir das jetzt verlassen? Ach, das gibt's doch nicht. Himmelarsch. Es fängt heute schon wieder echt mega beschissen an. So genau wollte ich das sehen. Also, so, meine Lieben, jetzt geht's gleich los. Die Team-PvP. Ich bin ja richtig gespannt. Ich bin jetzt ziemlich lange verwirrt hier rumgelaufen, weil ich nicht wusste, wann das beginnt, was da los ist. Also, Wargames. Du hältst dich für den Besten. Du sehnst dich nach Millionen jubelnder Fans. Du trittst anderen Spielern gern in den Arsch. Melde dich für die Wargames an und stelle dein Können unter Beweis. Ich glaube, wir werden jetzt einfach unwahrscheinlich abkacken. So. Dein Team, whatever it is, wird. Let's kick some space butts. Oha, ich habe Angst. Ich habe dezent Angst. So, gucken wir mal. Ich weiß aber nicht mal, wie man hochspringt. Ich weg. Ach, das gibt's doch nicht. Gut, jetzt schauen wir zu. Genau so habe ich mir das fast ausgedacht. Genau so,
Jawohl! So, da habe ich sogar ein bisschen Ruhe bekommen. Das ist meins. Zack. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Ganze hier geht. Sieht aus, als hätten wir nur diesen Außenbereich, wenn ich das richtig sehe. Und dann irgendwo in der Mitte noch was. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwie sehen können, wie viele noch da sind. Ob wir irgendwie raus können. Aber vermutlich müssen wir da wirklich die Zeit erstmal irgendwie abwarten. So, ihr wart großartig. Na Mensch, immerhin waren wir in einem Team, was gewonnen hat. Alles klar, jetzt haben wir das nämlich auch mal getestet. Gut. Aha. Und ich habe ja wirklich gedacht, das funktioniert nicht, weil es hat ewig gebraucht, um das da zu laden. Ja, dann wissen wir zumindest jetzt Bescheid, was hier los ist. Und gehen jetzt mal gleich in den Hub zurück. Ja, der Hub befindet sich in der großen Metropole Brünn, der ehemaligen Hauptstadt der Eurasischen Allianz. Brünn ist für sein Bier, seine Bars und seinen Raumhafen bekannt und stellt die perfekte Basis für die Shadowguns dar. Das ist schön, lass mich jetzt einfach in den Hub und ich glaube, wir werden mal eine von diesen anderen Missionen machen, wenn wir jetzt endlich gleich hier mal zurückkommen. Ah, so, okay, sehr cool. Komm, wir setzen uns jetzt einfach erstmal hin. Was heißt die 40? Ich weiß nicht. Also ganz so schlecht waren wir, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es nicht. Ah, ich habe keine Ahnung. Zumindest, ja, okay. Er ist hier der Ober... Ja, geil. Okay, tschüss, Leute. Hat Spaß gemacht. Also fürs erste Mal. Wir wissen jetzt zumindest, was uns da erwartet. Alles klar. Dann, meine Lieben, gehen wir jetzt endlich mal auf Nova Callisto. So, Pedro hatten wir schon gehört. Wir haben hier immer noch eine Warteschlange. Was habe ich denn vorhin doof gedrückt, Mann? Es ist einfach nicht zu glauben, wie unfassbar dämlich ich doch einfach bin. Wo stehen wir denn da jetzt in der Warteschlange? Ich weiß es gerade nicht. Also, noch etwas Kooperatives warten wir. Und das Ding ist, warum dauern diese ganzen Koop-Geschichten so lange? Warum dauert es einfach so lange, bis sie anfangen? Siehst du das? Das dauert einfach unwahrscheinlich lange. Pass auf, in der Zeit, wenn wir warten, können wir einfach nochmal uns ein bisschen Zeugs reinballern. Genau so. Ein warmes Bier. Oh, was? Du hattest genug zu trinken. Komm wieder, wenn du nüchtern bist. Ich wollte aber 5 Schnäpse. Pass auf, jetzt interessiert mich. Wir haben ja hier, wenn wir auf seine... Nein. Wenn wir hier bei Dirty Horst einmal raufgucken, auf seine Karte irgendwo konnten wir... Ich glaube, hier war das. Wo konnten wir denn einsehen? Irgendwo habe ich das mal gelesen. Da stand auch was mit, wie betrunken er ist. Warum finde ich das jetzt nicht? Ach, das ist mega ärgerlich. Nee, wo ist das? Himmelarsch. Ist der jetzt besoffen? Oh, torkelt er jetzt? Ach du Scheiße. Aber dabei hast du doch gar nicht so viel getrunken. Oh Gott, Horst, alles okay? Horst! Hörst du mich? Hallo? Na, Warteschlange war nicht so gut. Oh, was? Was? Alcatraz, Warnung, du bist zu betrunken, nüchtere aus oder verlasse den Hub, bevor du ins Gefängnis geworfen wirst. Was? Wie nüchter ich denn aus? Oh Gott, Entschuldigung. Ach du Scheiße, was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Scheiße! Und ein, wenn wir jetzt in den Knast müssen, Leute, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich will was essen, lass mich was essen. Komm, schnell was essen. Nein!
Nein! Oh Gott! Du wurdest verhaftet, weil du überhaupt betrunken warst? Och nö! Okay, Leute, so war das nicht geplant. So war es einfach nicht geplant. Aber ich wusste nicht, dass wenn Dirty Horst ein warmes Bier trinkt und viel Schnäpse, dass es ihn dann gleich umhaut. Tja, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass... Oh, du bist aber überhaupt nichts gewohnt. Oh, nee, das wollen wir alles nicht sehen. Das wollen wir nicht sehen und auch nicht hören. Oh Gott, Scheiße. Aber guck mal, der torkelt aber gut. Aber Junge, wenn du nach so wenigen Schnäpsen schon... Oh Gott. Du musst mal ein bisschen trainieren. Am besten hier, trainier mal mit Excel 95. Der weiß, wie Schnaps funktioniert. Das Ding ist, wie lange dauert unser wir wurden vom Alcatraz rausgelassen und sind jetzt wieder nüchtern. Vielleicht hat Horst jetzt ein bisschen Kopfschmerzen. Und hier mit unserer Warteschlange, das ist jetzt irgendwie was mich gerade ein wenig annervt. Weil es hier nicht vorangeht. Es kommt einfach, siehst du das? Es kommt keine Anzeige. Es tut mir leid, dass es jetzt länger dauert. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das Ganze hier rausschneiden soll. Am besten, am dümmsten. Man kann die aber auch nicht löschen, ne? Weil hier können wir doch nicht rein. Wir sind noch kein Level 7. Das ist ein bisschen blöd. Ah, pass auf, wir können sie normal starten, ne? Ich bin heute, ja, welcome to the dumb day of Blondie, der Untergang von Epsilon 5. Wir sagen jetzt bitte nie wieder, warum wollte ich das im Koop-Modus? Also, ohne Worte. Die Pioniere von Epsilon 5 waren die ersten, die mit der Pine in Berührung kamen. Die feindselige Spezies drang mit ihren Schiffen in die Umlaufbahn des Planeten ein und warf Kerne ab, die eine apokalyptische Feuerbrunst auslösten und die einst fruchtbare Welt in ein Höllenloch verwandelten. Es gab keine Überlebenden. Ja, also, wenn ich hier spätestens bin, dann gibt es auch keine Überlebenden. Mann, das gibt's ja nicht so. Ich habe jetzt nochmal einen Ticken lauter gemacht. Ich muss jetzt hier mich abreagieren. Das ist zu laut. Ach, das regt mich ja auf. Warum habe ich das nicht gelesen, Mann? Also sprechen wir bitte nie wieder über meine Dummheit, ne? Horst also seinen ersten Absturz. Und schon wieder zu spät gesehen, Mann. Herzlich willkommen und ich hoffe natürlich, ihr habt viel Spaß. Auch wenn es heute schon ziemlich verkackt wieder angefangen hat. So, findet den Aufenthaltsort von, keine Ahnung, schalte die Wachen aus. Yeah, öffne das Tor. Ich muss mich wahrscheinlich erst wieder einspielen. Hallo, öffnen. Himmelarsch, das gibt's doch nicht. Müssen wir jetzt drüber rumlaufen? Ja, so sieht das aus. Ja, meine lieben PUBG, mein Account wurde tatsächlich einfach mal rausgeworfen. Oder ich wurde rausgeworfen und natürlich komme ich an meinen Account nicht ran. Ich habe die Entwickler vor dem Spiel auf mehreren Wegen versucht anzuschreiben, aber erhielt immer nur diese Standardantworten, wie alle anderen auch. Was sehr nervig ist. Das heißt, ich werde einen neuen Account machen und dann geht's auch weiter. Ich habe jetzt auch mich so weit damit befasst, dass wir, denke ich mal, in gar nicht allzu langer Zeit, ich habe momentan noch Urlaub, deswegen ist bei mir noch ein bisschen anders, vielleicht auch meine Livestream mit PUBG gehen werden. Und, oh, was? Kristallloser? Löser? Löser, Loser, whatever. Ah! Rennen! So, das soweit so, genau. Denn insbesondere Bertha war ja unter anderem auch jemand, der mit mir spielen wollte. Und noch ein paar andere mehr. Ah, oh, fick die Henne, Mann!
auch auf die Frage, ob ich Discord habe. Ja, ich habe auch das jetzt nochmal alles in Gang gebracht. 3069. Da findet ihr mich, wenn ihr mögt. Und jetzt... Ihr... Scheißteile. So. Wollen wir jetzt mal anfangen, richtig zu spielen? Ich check das einfach noch nicht, wie dämlich ich mich schon wieder angestellt habe, ne? Weißt du, was ich meine? Warum kommst du da nicht hoch? Ich wollte schon sagen. Nee, das schnalle ich gerade schon wieder nicht. Wie man sich manchmal so unwahrscheinlich blöd anstellen kann und einfach das passiert, wenn man nicht richtig liest, weißt du? So, da können wir bestimmt wieder nicht rein. Ja, so. Wo muss ich denn lang, Mann? Ach so, rufen. Oh, ja, wie zum Thema, wenn man nicht richtig liest. Es ist gleich vorbei, ne? Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich glaube, wir werden Warp-Tore. Wir wissen immer noch nicht, aus welchem Teil der Galaxie die Pine gekommen ist oder ob sie überhaupt aus unserer Galaxie stammt. Sie nutzt Warp-Tore. Diese riesigen Tore, von denen manche mehrere Kilometer breit sind, ermöglichen ihren Schiffen die Durchreise. Über kleinere Portale gelangen Truppen direkt zum Schlachtfeld. Und wir reden am besten gar nicht mehr über diese Dummheit. Es ist manchmal, ist einfach der Wurm drin. Ja, du, ich. Wir sind immer noch auf Level 5, Mann. Das gibt's doch nicht. Na, endlich. Endlich, endlich, endlich. Rangbelohnung. Oh, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Das ist gut. Das ist richtig gut. Den werden wir am besten gleich mal... Nee, wir werden es erstmal ignorieren, denn, warte. Also, in was investieren wir den? Ja, Kampf oder Überleben? Pass auf, ich bin für Kampf. So, da investieren wir einfach noch einen Punkt. Und wir können Munitionsvorrat erhöhen, finde ich gut. Genauigkeit der Waffen, das finde ich noch viel besser, aber da brauchen wir Stufe 3. Okay, pass auf, dann werden wir zapp, hier mal ein bisschen Money investieren. Das ist gut, okay. So, meine Lieben, jetzt gucken wir eben mal schnell hier in die Geschichten rein. Und wir haben hier doch mal eine Truhe. Pass auf, wir öffnen einfach gleich die erste. Guck mal, was in der Schatzkiste steckt. Was ist das denn? Waldtarnung? Ja, eigentlich ganz cool. Eigentlich ganz cool. Weiß ich noch nicht. Was ist das? Gewöhnlich. Okay. Was ist das? Gewöhnlich. Okay, was ist das? Eine... Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Was haben wir hier? Ungewöhnlicher Schrotflinten sind überhaupt nicht meins. Ungewöhnlich. Ja, pardon, dass es jetzt schon wieder länger dauert. Warte. Wir testen das jetzt mal. Es kann sein, dass es wieder diese beschissene Waffe ist, die wir schon mal hatten. Ich weiß es nicht. Wir werden sie jetzt einfach wirklich mal testen. Und ich gucke als allererstes jetzt einfach mal nach dem Sound. Wobei, warte mal, was will? Armorama! Was will er denn von uns? You ain't gonna face the torment wearing that, are you? Ah,
in Ungnade gefallen. Sammle seltene... Was bitte? Seltene Blumen? Mann, ich habe mich wirklich unbeliebt gemacht. Ich war letzte Nacht total besoffen. Ich auch. Also Dirty Horst. Und habe in die Schuhe meiner Alten gekotzt. Sie liebt Lotusblumen. Wenn du mir ein paar davon von den Tunneln bringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Okay, also weil er seine Alten in die Schuhe gekotzt hat, fragt er uns verwirrten Dirty Horst jetzt, ob wir ihm und seine alten Blumen... Und er segnet uns wieder. So, was hast du hier? Verseuchung. Zerstöre die Brotkästen, Mann. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich habe gerade eine Mission von der Föderation erhalten. Die Pein breitet sich beim Damm aus wie Pilze am Scheißhaus. Schalt ihre Brotkästen aus. Ja, die Pilze am Scheißhaus. Ich kenne eher Scheißhaus fliegen, aber keine Pilze. Okay, gut. Pass auf. Bevor wir jetzt hier irgendwas... Oh, Big Red. Da haben wir auch was. Na, Honey Bunny? Platsch du? Das ist aber schön. Todeszone. Wehre feindliche Streitkräfte ab. Wir haben einen Notruf vom Damm bekommen. Eine weitere Gruppe Marines wurde festgenagelt. Greif ihn unter die Arme, okay? Natürlich. Für dich mache ich doch alles. So. Und... Ja, ja, ja. So, was kaufen sollen wir? Warum werden wir denn jetzt hier schon wieder genötigt, irgendwas zu kaufen? Was willst du denn von uns? Wollen wir was kaufen? Was ist das denn hier? Ungewöhnlich, Körper. Schwing dich mit Tripolars, neuem Fluganzug in die luftige Höhe. Aber lass dich nicht erschießen. Ja, dann gib halt her jetzt. Oh Gott, oh Gott. Nee, das passt. Wir lassen jetzt das. Wir haben uns jetzt noch ein Outfit. Ich weiß nicht, warte mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ja, genau die Waffe, die will ich da gar nicht haben. So, also, ich weiß noch nicht, ob das Ganze cool ist oder nicht. Nova Callisto. So, und jetzt mache ich endlich mal einen Soundcheck hier. Gibt's ja nicht. Ja, so, es ist heute mal wieder Mittelfingerzeigetag an das Spiel. Es ist nämlich phänomenal gerade ausgegangen. Was ist denn Tamapa-Tunnel? Bei den Tamapa-Tunneln handelt es sich um mehrere Kilometer Tunnel und Überlaufrohre unter dem Dunma Junction Damm. Das unterirdische Labyrinth war einst ein Magnet für viele Entdecker aus der Region. Seit Invasion von NC wimmelt es in den Tunneln nur so vor Pine-Truppen. Alles klar, da wollen wir aber gar nicht hin. Da wollen wir gar nicht hin. So, was? Du gehörst zu den berühmtesten aller 20%? Was stand das da gerade wirklich? Ach, das ist doch bloß so ein Motivationsnachricht. Gehören wir natürlich nicht. So, Nova Callisto, was machen wir denn jetzt als erstes? Was ist denn das Spannendes hier? Sprich mit Willow für mehr Informationen. Okay, ich möchte jetzt das hier. In Ungnade gefallen. Eine Nebenmission, in der wir Phönix-Schultern vielleicht bekommen. Weil wir müssen ja auch testen, ob die Waffe funktioniert. Und jetzt verspreche ich euch, werde ich jetzt mal nicht blondinenhaft doof hier rangehen, sondern mal wieder normal. Ja, manchmal ist man... Es regt mich einfach ums Verrecken auf, wenn man so Dinge verkackt. Also, Big Red, Mann, ich habe mich wirklich unbeliebt. Ach so, ja, genau, er hat seine Alten in die Schuhe gekotzt und ich meine, Dirty Horse wurde auch hier eingebuchtet, weil er besoffen war. In Ungnade gefallen, Big Red möchte dich um einen Gefallen bitten, weil er Probleme mit seiner Frau hat. Die feuchte... In einem Satz! Erst steht Probleme mit seiner Frau und danach steht feuchte Atmosphäre. Lieber Entwickler, überdenk doch nochmal diesen Zusammenhang. Die feuchte Atmosphäre in die Tunneln und nicht seiner Frau, also der Frau von Big Red, bietet die perfekten Bedingungen für seltene Pflanzen und ein Hardcore-Botaniker hat erst kürzlich von extrem seltenen Lotusblumen berichtet, die dort gedeihen sollen. Also wahrscheinlich finden wir jetzt auch gleich irgendwo eine Hanfplantage und irgendwelche anderen Kräuter, die hier angebaut werden. Da kann der Dirty Horse dann, wird er in Knast gebracht, nicht weil er besoffen ist, sondern weil er völlig high hier aus der Mission rauskommt und vielleicht noch Zeugs hinterher vertickert.
wir müssen ja irgendwie berühmt werden. So, bring Big Red ein paar davon, damit er sich wieder mit seiner Frau versöhnen kann. Und zur Not sollten wir vielleicht wirklich ein bisschen Hasch noch mitbringen. So, also Mann, ich bin wirklich froh, dass du das tust. Mit meinem Heuschnupfen wäre ich da verreckt. Diese Blumen sind überall verteilt. Pass während, ja wahrscheinlich aufpassen. Also 9 Blumen sollen wir für ihn sammeln, damit er seine Frau besänftigt. Aber ich habe für ihn als Tipp jetzt einfach noch trotzdem ein bisschen Hasch mit zu besorgen, weil wenn die sich dann trotzdem nicht besänftigen lässt, ich meine, kurz nach Frau in die Handtasche oder die Schuhe, dann ist vorbei. Theoretisch müsste jeder jetzt eine Handtasche kaufen oder ein paar neue Schuhe. Da ist das mit ein paar Blumen nicht passiert. So, kriegen wir das hier jetzt irgendwie mal auf? Ich bin schon wieder verloren. Ach, das sind die Blumen, auf die ich schießen wollte, dein Ernst? Guck mal, was die da raussprühen. Eieiei, wollen wir die wirklich mitnehmen? Oh Gott, oh Gott. Okay, das ist jetzt auch mal eine interessante Mission. Besorge Blumen. Oh ja, ich glaube, das ist auch eine Waffe, die mir gefallen könnte. Jawohl! Ich bin wieder da. Ich bin wieder da, Leute. Damn, it hurts, hat er doch gesagt, hör doch zu, es tut ihm weh, er möchte das nicht. Oh, 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 rette dich, Horst. Fuck. Du wurdest besiegt von Klinge. Ich wollte doch nur Blumen sammeln. Das bedeutet jetzt Krieg, Leute. Gebt mir die Blumen. Dirty Horst will Blumen haben. So, pass auf, da laufen wir jetzt erstmal hier andersrum. Aber ich glaube, ich mag die Waffe. Warum hat er wohl sonst eine Klinge? Der handelt hier mit den Blumen. Das sind seine Blümchen, die wir hier einsammeln. Sein Geschäft versauen wir gerade. Ja, ja, Natural Born Killer. Das hatten wir schon mal, die Aussage. Horst, du bist so behäbig. Ach, fick die Hände, Mann. Nimm die Blumen und renn weg. Auch nicht der schon wieder. Was ist denn hier schon wieder los? Ich habe die Befürchtung, die kommen jetzt gleich aus allen Ecken angerannt. Nur weil wir jetzt hier die Blumen gesammelt haben. Was ist denn hier los? Die hätte Big Red doch hier nie... Ah! Scheiß, die wandern! Und das mit ein paar Blumen! Ich kann jetzt jeden Kerl verstehen, der seiner Frau keine Blumen mitbringt. Das ist einfach zu gefährlich, Leute. Die Ausrede könnt ihr jetzt immer benutzen. Kannst immer sagen, nee, du, Blumen gibt's heute nicht. Ist mir zu gefährlich auf dem Markt. Was ist denn hier los? Ja, ich habe ganz furchtbar gekämpft. Ich weiß. Aber ich habe versucht, jetzt erstmal hier einen kühlen Kopf zu bewahren. So, Primär Munition. Munition. Es war heute vorbei, habt ihr gemerkt. Ne? Ich brauche wahrscheinlich einfach mal einen Entspannungsschnaps. Sammle Lotusblumen. Nochmal 9. Aber wir haben doch schon. Was ist denn mit den ersten passiert? Haben wir die verloren? Hast du losgelassen vor Schreck? Ach, Horst. So, und mein Akku wird schon wieder extremst heiß, Leute. Yes. Der war gar nicht mal so schlecht. Doch, ich finde die Waffe wirklich gar nicht mal so verkehrt. Ja, wir bleiben jetzt hier einfach mal stehen. Genau so sieht es aus. Hey, here comes the goodies.
Das alles für Blumen, Leute. Zieht euch das reine. Das ist meine. Ja, ja, das ist meine. So, da müssten jetzt auf der anderen Map, wo wir gerade drin waren, noch ein paar Blumen sein. So, ich wollte nur mal kurz gucken. Ah, komm mal raus. Warte. Nur wo? Wir haben Blümchen übersehen. Tja. Suche Blume! Wir sind jetzt beim Anfang wieder, korrekt. Aber ich weiß nicht, wo wir die sonst suchen sollen. Weil sowohl links rum als auch rechts rum haben wir schon gesucht. Können wir mal nach hinten gehen? Das ist echt eine freakige Mission, muss ich dazu sagen. Blumen sammeln. Interessiert, was die Frau gemacht hat. Ob sie die Schuhe weggeworfen hat oder ob sie geputzt hat. Aber wir können ja nicht riskieren, dass Big Red irgendwie Ärger mit seiner Frau bekommt. Deswegen müssen wir uns jetzt hier mal ein bisschen anstrengen. Da sind sie! Hey, here comes the goodies. Da sind sie. Und? Sind die dahinter oder hier jetzt? Da sind sie. Ja, ja, son of a bitch und allem anderen auch. Das gibt's doch nicht. Wo kamt ihr denn her? Weiß wieder kein Mensch. So, finde das. Irgendwas sollen wir finden. Nochmal Lotusblumen. Das gibt's doch nicht. Das Spiel verarscht uns. Wir machen jetzt hier aber nicht in die Blumendealer. Dass das mal klar ist. Dass das mal jetzt eindeutig klar ist. Was verteidigst du denn deine Blumen so? Ich krieg sie doch eh. Komm jetzt, rück das Hasch raus. I'll take that. Ja, ja, I'll take that and that and that. Wir nehmen alles mit. So, irgendwo ist doch noch jemand. Von hier unten. Von welchem Licht soll die denn wachsen, Mann? Was sind denn das für Blumen? Die Tunnelblumen? Die already. Ah! Ah, Jesus! Naja, sollten wir sterben, Blumen hätten wir schon mal. So, ja, wir laufen wieder zurück. Weil wir es können. Ganz genau aus diesem Grund laufen wir zurück. Nee, natürlich nicht. Weil sie mal wieder verpeilt war. Das ist der wahre Grund. Lauf doch, Dirty Horse, trau dich. Was ist los? Willst du nicht? Kannst du nicht? Horse hatte seine Probleme. So, irgendeine Waffe haben wir bekommen. Und etwas, was entschlüsselt werden muss. Ist aber ziemlich gut verwinkelt. Ich habe den Eindruck, dass wir hier schon mal waren. Sag jetzt nicht, wir haben uns auch noch verlaufen. Dann kriege ich einen Schreianfall. Kann mir jemand sagen, wo ich hier noch Blumen finden soll? Alter, das gibt's doch nicht, Mann. So, zumindest gibt's hier Gegner. Damn, that hurts. Zwei. Aha! Dein Ernst? So, wo Gegner sind, sind auch Blumen nicht weit. Das heißt, ich werde jetzt immer Blumen suchen, wenn ich irgendwie angeschossen bin.
Ah, so, sehr schön. Und irgendwo sind noch welche. Irgendwo, lass mich raten. Hinter mir, vor mir, wo denn? Ah. Was willst du? Okay, okay, das ist mehr als genug. Bring sie mir so schnell du kannst, sonst wird mein Leben in Kürze seinen Sinn verlieren. So, Stark rufen und jetzt schnalle ich, dass ich das selber tun muss. Nicht so wie vorhin. Ich kann ja dazulernen. Es ist nur das Ding, ob ich das beim nächsten Mal noch weiß. Ja, die Kopfschussrate ist schlecht. Ist mir Wurst. So, in Ungnade gefallen. Dank dir konnte Big Red seine Frau wieder beruhigen. Außerdem hatte er noch genügend Blumen, um sie einem Kontakt von sich zu verkaufen. Was der verkauft, wofür wir hier unseren Kopf was gelassen hätten, dem sollte man nächstes Mal hier auf den Tresen kotzen, ne? Die Samen dieser speziellen Blume, haha, so, können dazu benutzt werden, die neue Droge namens Einbalsamierer herzustellen. Das gibt's doch nicht! Jetzt macht der mit dem, wo wir hier jetzt unser Leben fast gelassen haben, hier die Big Fat Kohle. So ein Penner, weißt du, das gibt's doch nicht. Und wir sind auch noch dämlich und machen das mit. Ach, das gibt's nicht. Gut, dann ist das so. Dafür ernten wir ein bisschen Ruhm. Ach, Dirty Horst. Keiner hat so eine schöne Frisur wie du. Phönix-Schultern haben wir bekommen und noch eine Belohnungstruhe. Ach, ist das fantastisch. Ist das fantastisch. Und ein neuer Bereich bald, ne? Ein neuer Bereich. So, wir rüsten es jetzt einfach erstmal automatisch aus und schauen. Siehst du, jetzt hat er hier. Warte. Das war mir ja fast klar, dass er diese dämliche, doofe. Warte. Auch nicht schlecht. Tja. Hatten wir nicht hier noch so eine geile Sprühdose? Warte mal, wo können wir die denn anwenden jetzt? Wo können wir die anwenden? Nee. Ja, irgendwie nirgendwo, ne? Aber macht nichts. Macht nichts. Alles klar. So, oh Gott, das sieht ja aus. Die Schulterpolster des Grauens. Zieht euch das rein. Oh Gott. Also, Dirty Horst ist so ein bisschen Klamotten zusammengeschrammelt, aber ist okay, können wir so machen. So, hier blinkt überall. Das heißt, wir gehen einfach mal zu Pedro, na, Freund. Entschlüssel doch mal eine Runde. Beine! Wir haben Beine bekommen. So. Das muss ich jetzt unbedingt mal sehen, Pedro. Erstmal, ja. Lass mich erstmal hier gucken. Es kann nicht besser werden. Es wird einfach nur noch schlimmer. Pass auf, was verkaufst du denn? Aha, so. Er verkauft, wow. Was ist das denn? Was ist das? Ups, verrecke, das sieht ja mega krass aus. Aber da brauchst du wirklich reale Goldmünzen hier, ne? So. Und von den Teilen haben wir, glaube ich, auch gar nichts im. Ja, gut. Hast du noch eine Mission? Alles klar, was willst du? Eliminiere das Ziel. Come on, hättest du gerne eine kleine Kostprobe dieses Rooms? Ich verstehe dich, Kumpel. Ein weiterer dieser hochrangigen Trottel halten sich beim Darm auf. Tun, was du am besten können. Verwirrt umherlaufen. See you around, my friend. Yes, see you around, my friend. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, die Ruhmeshalle, die haben wir uns, glaube ich, auch noch nie angeguckt. Aber da tauchen wir dann doch, guck mal, Dirty Horst.
Wir stehen drin. Was spiele Hertha, werde eine Legende. Ja, aber guck mal, wir stehen da zumindest mit drin. Also, wir sind jetzt gar nicht mal so schlecht hier. Und, na, mein Freund. Das ist auch eine Mission. Todeszone. Wehre feindliche Streitkräfte ab. Ich bin niemand, der andere kritisiert. Aber manchmal übernehmen sich die Marines ein wenig. Oder landen in der Scheiße. Begib dich zur Kolonie und hilf ihnen. Jawohl, wir tun alles, was du willst, mein Lieber. Aber wir müssen erstmal die anderen Leute hier abklappern. Und ich glaube... Na, mein Freund hier. Kein Dankeschön nochmal von dir. Das gibt's doch nicht. Mission hast du auch nicht. Na, hoffentlich läuft jetzt mit deiner Frau alles wieder. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Ach, Hakim. Na, olle Hakim, was willst du denn? Hast du einen neuen Sponsorvertrag? Nee, hast du auch nicht. Wir haben doch schon das Beste. Was wolltest du denn dann? Warte mal. Ja, ja, ja. Wo wollten wir denn jetzt hin? Ah, Willow. Bei dir waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Du hast eine Mission, habe ich gehört. Die Suche nach Dushan. Finde und rette Dushan. Du siehst aus, als wärst du noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber ich vermute, du kannst mir helfen. Mein Kumpel fühlt sich schuldig, weil er diesen Typen namens Dushan in den Tunneln zurückgelassen hat. Glaubst du, du kannst ihn retten? Oh, guck mal, Phönixstiefel gibt's als Belohnung. Ja, 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 dann kriegen wir so vogelartige Hufgedöns. Ich glaube, das machen wir sogar als allererstes. Aber meine Lieben, so, wir haben jetzt Dirty Horse, macht jetzt hier sich, so, es gibt noch mal ein warmes Bier und wir dürfen nicht zu viel. Siehst du, Entgiftungssaft, den hätten wir wahrscheinlich trinken sollen. Und komm, einmal Vitamine. Und noch ein Eiweißriegel. Und noch ein Burger. Pass auf, jetzt kommt dein Knast dann, weil er zu fett gefressen ist. Ich habe keine Ahnung. Komm, jetzt bei zwei Schnäpsen wird er jetzt nicht hier durch die Gegend torkeln. Geht's dir gut? Naja, so ein bisschen driftet er ab. Aber ist nicht schlimm. So, wir machen nämlich jetzt noch eine Mission. Ich muss ja irgendwie den ganz verkackten hier anfangen, so ein bisschen rausholen. Deswegen werden wir genau Dushan suchen. Ich habe keine Ahnung, wer uns da diese crazy Stiefel geben soll. Aber die sind so abgefahren, die müssen wir haben. So, also es geht heute irgendwie um Schuhe. Der eine kotzt an Schuhe, der andere will Schuhe bekommen. Ja, genau so.